Hallöchen Leute, willkommen zum letzten Part von Metroid Other M. Ja, es ist soweit. Heute erfahren wir, was es denn so unglaublich Wichtiges gibt, warum Samus nochmal zurückgekehrt ist, kurz bevor das ganze Bottleship in die Luft gesprengt werden soll. Was könnte nur so wichtig sein? Heute erfahren wir es und ja, dieses schöne Spiel geht damit zu Ende. Und ich habe nochmal geguckt, Leute, alles safe. Alles sicher, Leute. Dieses letzte Item, dieses letzte Collectible, diese letzte, ja, Rakete, kann ich noch mitnehmen, liegt noch auf dem Weg. Puh, Schwein gehabt, oder? Also deswegen alles gut, alles klar. Hätte ich aber wirklich schon früher holen können. Es gab eine Stelle, ja, hätte ich schon holen können. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass man das nur jetzt holen kann, wie ich es jetzt machen muss. Nee, geht schon früher. Bloß ich war da ein bisschen doof, ne? Egal, was soll's, Leute, egal. 100%, sehr, sehr schön. Und heute erleben wir auch noch gleich, oh, Leute, gleich kommt so richtig, richtig schöner Fanservice. Also die Art Fanservice, die mir persönlich auch immer am besten gefällt. Seid gespannt. So, die Kontrollbrücke. Mhm. Und da wird die Musik gleich ein bisschen finsterer. Was geht hier ab? Wow, keine Menschenseele mehr da. Kontrollbrücke. Also richtig so, hier wurde das Schiff wohl gesteuert und geflogen. Es ist Phantoon! Was macht der denn hier? Das ist doch mal ein schöner Callback zu Super Metroid. Alter! Der macht ja alles kaputt, aber wir haben ja den Gravity Suit. Alles gut, Leute, alles gut. Alter, was ballert der denn auf mich zu hier, ey? Ist ja mal gut jetzt hier, dass man Supermissiles reinballern. Oh, Alter, der macht hier echt alles kaputt. Mit den aufgeladenen Plasma-Beams dauert es ein bisschen länger, aber ich glaube, das ist die sicherere Art. Ein schöner, schöner Bonus-Boss, der es auch nochmal ordentlich in sich hat, ey. Wie ihr sehen könnt, wow! Die Hälfte haben wir schon, aber eher auch unsere Hälfte. Hier kann ich seine Hände kaputt ballern, ich glaube ja, ne? Aber die Kugeln nicht. Die Kugeln leider nicht. Oh Mann, ey, Super Missiles. Nee, das wird nichts. Ich bleib bei den Charge Shots. Die sind sofort aufgeladen beim Ausweichen. Ist doch geil. Phantom-Schweine da. Wow! Einfach lieber auf Abstand, ey. Hoho, habt ihr das gesehen? Also das war doch ein schöner Secret-Boss-Fight. Alter, hat der reingehauen. Ich glaube, ich komme auch nicht mehr zurück, ne, dass ich nochmal irgendwie speichern könnte. Ich glaube leider nicht. Ich würde es gerne machen, ehrlich gesagt. Aber nee, okay, ich sehe auch schon auf der Karte, die Tür ist zu. Ja, aber war das cool? Phantoon, Super Metroid aus Metroid 3. Sehr, sehr schöner Fanservice. Aber was hat der hier gemacht? Egal, Leute, egal. So. Puh, ganz schöner Schocker. Ich hoffe, ich kann mich nochmal irgendwie heilen. Uff, durch abspeichern oder so. Wartet mal, ich bin jetzt... Ah ja, okay. Ein bisschen muss ich so ja noch. Ein bisschen dauert's noch. Okay,
Okay, gibt's noch mehr Überraschung? Ich hab Angst. Wow, muss ich hier lang speeden? Ich weiß gar nicht. Ich hoffe nicht. Ich habe immer Angst, ey. Ich habe Angst, irgendwie schon jetzt aus Versehen irgendwas Falsches noch auszulösen oder so. Hey, wie krass. Ja, ich glaube, ich renne einfach mal. Oh. Okay, jetzt bin ich dann... Wo bin ich jetzt? Bei einem anderen Fahrstuhl? Tatsächlich. Okay, gibt's hier noch irgendwas Geheimes hier? Nee. Okay, sagen wir's dann. Einsteigen, bitte. Was? Hallo? Toll, der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Hallo? Na toll. Kann ich hier was machen? Ich kann doch bestimmt hier... Na hier, eine gute alte Powerbombe. Kein Problem. Also, Alter, da wird jetzt übel. Aber was heißt übel? Hier wird eh alles gesprengt. Alter, oh, richtig mit Lavaflächen hier, ey. Übel. Gut. Hui. Falle ich halt den Rest runter. Wow. Okay, jetzt bin ich ja gleich hier. Verstehe, das war einfach ein höheres Stockwerk. Sehr schön, Leute, und da können wir jetzt halt echt nochmal uns das verlorene Item holen. Das ist hier ganz geschickt versteckt, nämlich hier drin. Guck mal hier kann man nicht nach oben gucken. Und da haben wir so noch so komische... Ist da so ein Nest? Da war ein Nest. Jetzt müsste ich hier eigentlich, glaube ich, mit Walljump hochkommen. Oder muss ich hier echt sprinten? Nee, komm, ich glaube, da komme ich ja so hoch. Jawohl, hups. Lipsa! Na, Samus. Upsi. Nein, Samus, was zur Hölle? Okay. Ha. Und der letzte Container. Boah, Missile-Container erhalten. An Kapazität erhöht und damit, Leute, haben wir, unten seht ihr es, zack, unten rechts, gefundene Items 100%. Und hier auch die ganzen Sektoren überall 100%. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jum. Okay, weiter geht's. Jetzt sind wir nämlich gleich da, wo wir die ganze Zeit nicht hin konnten, aber wo Adam immer die Kommandos gegeben hat. Oder geht sogar nochmal die Sicht hier an. Genau. Hier, der Fahrstuhl war ja auch außer Betrieb, sonst hätten wir uns das ja ganz leicht machen können. Aber nee, wir mussten quasi auch ohne die 100% einen riesen Umweg machen, nur um hier hinzukommen. Thanks for telling me all this. I've got to destroy the Metroids and MB in Sector Zero. You have to remain hidden. No! Samus! Don't worry. The Galactic Federation CEO, who's here now, will help you. Self-destruction protocol activated. Please evacuate the facility immediately. Oh, die gute alte Fluchtsequenz! Let's go! Und wir haben unseren Anzug rausgezogen und ein Zeitlimit. Oh oh, alles klar, ganz schnell. War das noch eine schöne, emotionale Sequenz gewesen? Ja, Samus wird Adam nie wieder umarmen können. Sie kann nur den Helm umarmen. Deswegen muss der mitgenommen werden. Da hab ich mal Angst, ey. Wer hat denn die jetzt schon eingeleitet, die Explosion? Schnell raus hier. Boah, die Speicherstation ist kaputt. Okay, Fahrstuhl ist kaputt. Dann einfach so runter. Aber cool, dass man nochmal Samus ohne ihren Anzug spielt. Kann aber halt echt nichts machen. Ich habe nur meinen Betäubungsschuss dabei. Und der lässt sich ein bisschen doof einsetzen, weil Samus dann doch stehen bleibt und alles. Also einfach rennen und aufpassen. Oh,
Ausweichen klappt aber immer noch gut. Also nichts wie weg hier. Samus, bitte raus durch die Tür. 4 Minuten noch und dann geht alles in die Luft, Mann. Nein! Ich bin doch gleich da. Ist auch alles kaputt. Toll. Boah, sind die jetzt explodiert? Ja, ist klar. Ist mir egal. Ich glaube, die Fensterscheiben sind nicht kaputt. Oder vielleicht doch. Egal, ich renne einfach hier runter. Die Toilette ist auch zu. Schnell! Eieiei, ich wusste gar nicht mehr, dass das hier alles noch da ist. Das wird hier alles geht. Und der Morphball-Move ist dieser Schilder-Move jetzt. Da wusste ich alles gar nicht mehr. Verdammt, ich glaube, das war zu tief unten, oder? Wow. Wuppala. Oh oh. Wo kommen denn noch die Insel Silvesiana her? So, okay. Schnell, wir sind gleich da. Na, Mann, verdammt. Okay, das dauert einfach nur übelst lange, bis der Pico geladen ist. So, schön betäuben. So. Oh, ich hab noch überlebt. Ich wurde gerade getroffen. Nein, Mann, Samus, aufladen, 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 aufladen. Und drunter durch. Okay. Aber an sich, man hat doch noch Zeit, Leute. Alles gut. Oh oh. Aber eine schön gemachte Escape-Sequenz. Bitte gehen Sie wieder nach Hause zurück. Ja, alles klar. Aua, Samus, nicht Feuer fangen. Schnell, Samus, rein in dein Schiff. Hoffentlich ist es noch da. Wir haben es geschafft. Gesammelte Items. Perfekt. 100%. Ein richtig perfekt und Glückwunsch einer. Ja! Oh, sehr schön, Leute. Und damit hat man sich sogar noch einen zweiten Spielmodus freigeschaltet, und zwar den Hard Mode. Aber ja, das war gerade schön. Richtig schöner Abschluss. Als Bonussequenz kann man das ja alles sehen. Perfekt. Und das Spiel beginnt einfach wieder von vorne. Und ich habe euch ja erzählt, neue Kapitel wurden dem Kinomodus hinzugefügt. Ich habe euch ja erzählt, wir können uns noch ein bisschen den Aftergame-Content noch ein bisschen zusammen angucken. Dabei, es gibt einen Kinomodus, es gibt einen Galeriemodus und wir müssten halt jetzt den Schwierigkeitsgrad Hard Mode freigeschaltet haben. Zoom. Neue Bilder wurden der Galerie hinzugefügt. Sehr schön. Und du kannst nun ein neues Spiel im schweren Modus beginnen. Und der schwere Modus, müsst ihr euch vorstellen, der ist nochmal was, ja, eine ganz besondere Kleinigkeit. Und zwar gibt es da keine Items einzusammeln, gar nichts. Ja, außer natürlich diese Standardsachen, zum Beispiel irgendwie Charge Shot, glaube ich, dann doch schon, dass man die Sachen aufladen kann. Aber keine Schnellloader, keine Energy Tanks, geschweige denn Bauteile. Man rennt die ganze Zeit mit nur 99 Energiepunkten rum und mit 10 Raketen.
sehr, sehr schwer. Und die Gegner sind, glaube ich, auch stärker und halten mehr aus. Das weiß ich aber nicht so genau. Das würde ja schon schwer genug sein, weil dich vieles einfach sofort tötet in dem schweren Modus. Ein Schlag, du bist tot. Ja, sehr, sehr krasser Modus für die ganz Hartgesottenen. Auch schön. Und ich glaube, dadurch würde man sogar noch was in der Galerie freischalten. Aber okay. So, wir schauen uns mal ein bisschen um. Hier, Spielbeginn, Kinomodus. Im Kinomodus sollten alle Zwischensequenzen einfach sein, die es habe, die man gibt, die man hat. Hier alle Kapitel abspielen, genau. Hier die erste Begegnung, der erste Boss und so weiter, die Erinnerungen, Piepmatz treffen. Und das sind die ganzen Filmsequenzen. Hier auch mit dem fiesen Nightmare und alles zusammen. Schön. Ich fand ja wirklich die Inszenierung war halt, wie gesagt, das Spiel sieht sehr, sehr schick aus. Ah, hier Project M, genau. Ah, hier, wo sie den Helm findet. Mit Adam nochmal so ein bisschen bonden. Sieht ein bisschen komisch aus, dass hier irgendwas fehlt, aber nee, es ist durchnummeriert. 30 Filmsequenzen und wir haben sie alle. Und wir haben sie alle gesehen. Ich muss halt wirklich sagen, mit Phantoon, das war sehr, sehr schön. Schöner Callback, hab mich sehr gefreut, dass man den dann nochmal gesehen hat. Und der hat sich auch cool besiegt, war jetzt auch nicht so schwer. Man muss einfach nur ausweichen und dann ging's, ja. Sehr, sehr cool. Was haben wir denn so in der Galerie, sag mal? Wie gesagt, da glaube ich, dass wir nicht alles haben, weil einige Sachen dann im Hard-Modus freigespielt werden. Aber wir gucken mal, Galerie. So, oh, ja, zu allen Charakteren. Richtig schöne Konzeptzeichnung hier. Samus oder was? Okay, wir können auch mal ein bisschen, wir können zoomen, wir können mal weiter durchscrollen. Geht das eigentlich mit Scrollen? Kann ich einfach so durch hin und her machen? Nee, ist halt nur hier zoomen und wieder zurückzoomen. Nee, okay. Adam. Was ist denn hier mit Scrollen? Ich kann gar nicht scrollen. Aber stimmt erst, wenn ich ranzoome. Okay, gut, alles klar. Alter, Project M, richtig hier. Hier Anthony, als ob der so riesig ist. Ja, ein bisschen finde ich es komisch, Leute. Die haben bei Metroid Other M echt vergessen, dass Samus ohne Anzug 1,90 ist. Ja, also wenn Samus hier 1,90 ist, wie groß ist er denn? 3 Meter, so, wisst ihr? Kein Problem. Hm, was in der Zukunft alles möglich ist, man weiß es doch nicht. Hier die ganzen anderen. Wer ist denn das? Ich glaube, das ist ja. Ja, auf jeden Fall eine von Adams Crew muss das sein. Die ganzen Crewmitglieder. Sehr, sehr schön. Ich guck mal ganz schnell, ob ich hier wirklich noch freie Plätze habe. Bist ja alles durchnummeriert. Bis 48. Wow, wow. Wow, cool, sogar die ganzen Waffen. Also super, das finde ich persönlich finde sowas immer schön. Ja, immer schöne Konzeptzeichnungen mit Notizen, die man jetzt nicht wirklich lesen kann. Denn sie sind in der Ursprungssprache Japanisch, aber ist ja egal, ne? Dann kriegt man noch so ein paar Sachen. Ah ja, hier das Keyhunter-Nest. Ach, das war schön. Ja, 72 Bilder, 84 Bilder. Oder habe ich doch alle? Oh, hier die Metroid Queen, ne? Das war auch so cool. Richtig cool, total schick. Und ich bleibe dabei. Oh, ich habe doch alle Bilder. Na gut, okay, 8 von 8 da oben. Jupp, war kein Bild irgendwie vorbei oder sowas. Nee, schade, kein Phantoon, den man nochmal sieht. Oh doch, hier ist er doch. Hier, da ist er. Phantoon. Nice. Guck mal, so hätte Samus auch rumrennen können. Mit so richtiger Armee-Klamotte oder was. Samus als Kind. Hier nochmal, zack. Mit so einem Klamotte, das so mir rand wäre. Ist schon klar. Und ja, Leute, also ich bleib dabei. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Es ist auch ein schönes Metroid-Spiel. Es macht Spaß. Das Combat-System ist toll. Das Erkunden ist toll. Kann man nichts zu sagen. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht. Bleibe aber auch dabei, dass ich finde, die Geschichte ist doch unglücklich geschrieben. Nee, die ist nicht authentisch genug, finde ich. Aber da haben wir uns sehr ausgiebig drüber unterhalten während des Spiels. Bei den Credits und alles, ne? Deswegen stimmen ja einige ja auch zu, einige stimmen mir nicht zu und auch das ist okay. Was ich denke mal, das werden die heutzutage nicht mehr so machen. Und ja, das ist halt quasi, ne, das Spiel, welches zwischen Metroid 3 und Metroid 4 spielt. Metroid Other M. Tolles, kleines Kapitel. Und Leute, mir bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe sehr, dass euch dieses Let's Play gefallen hat. Metroid Other M. Schöne 100% gezockt. Wie es aussieht, auch alles freigespielt, sodass der Hard-Mode optional bleibt. Oder es kann auch sein, wartet mal, kann natürlich sein, dass ich, weil was jetzt noch so mir in den Sinn kommt, was fehlt, wäre ein Soundtest. Ne, also die ganzen Musikstücke, ich glaube, das war das sogar, wenn man jetzt auf Hard nochmal zockt, dass man die Musik freispielt. Kann ich aber auch irren, vielleicht wisst ihr das ja genauer, deswegen guckt mal hier jetzt richtig schön da oben die Datei. Ich mach mal weg, weil sonst ist es so überlichtet. Wir haben hier den Anstecker von Melissa Bergman und Adams Helm. 100%. 10 Stunden, fast 11. Na okay, ich glaube, wenn man das Spiel einfach so anlässt, zwischen den Aufnahmenpausen habe ich ja das Spiel einfach mal angelassen, sagen wir mal 10 Stunden, ne? Ganz bequem gezockt. Also solide Spiellänge, finde ich, für ein Metroid-Game sowieso. Und ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung. 100% Let's Play.
Und das Schöne ist ja, wir werden uns ja bald wieder bei einem neuen Metroid-Let's-Play-Projekt hier wiedersehen, sofern ihr möchtet. Denn inzwischen, aktuell zur Zeit dieser Aufnahme, wissen wir ja, es wird Metroid 5 kommen. Brandneu, brandaktuell, was ja, ja so gesehen, die Geschichte hier auch fortsetzen wird. Also allgemein die Geschichte, ne? Metroid, Metroid 2, 3, 4 und dann halt 5. Weiß nicht genau, ob man wirklich zu Other M was erfahren wird. Weil das wissen wir noch nicht, können wir noch nicht wissen zu dem Zeitpunkt. Aber vielleicht freut ihr euch ja auch auf dieses kommende Projekt Metroid 5. Ich habe sehr Lust drauf. Dieses Spiel hat mir sehr große Lust drauf gemacht. Ich glaube, das ist hier auch ein guter Bildschirm, um halt, ja, jetzt mal zum Schluss zu kommen. Es fällt mir wie immer wieder schwer, ihr merkt das schon. Aber gut, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, für euer Interesse, für eure zahlreichen Kommentare. Dankeschön, Dankeschön. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem neuen Let's Play-Projekt hier auf meinem Kanal wiedersehen würden. Euer Looks Like Link verabschiedet sich. Tschüss, Mann!